Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Oldie und euer Jan von Immer am Limit. Ja, ich weiß, der Esel nennt sich immer zuerst. So ist es. Ich wollte nicht sagen, mir ist es aufgefallen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge A Way Out. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Genauso wie der Jan an meiner Seite. Hallöchen, Jan. Freut mich, dass du wieder am Schlüssel bist. Hallo, Oldie. Hallo zusammen. Ich freue es auch sehr. Auch wenn ich als letztes genannt wurde, aber nicht schlimm. Dafür bin ich ja immer eine Nasenlänge voraus. Richtig, so sieht's aus. Ja, in der letzten Folge habt ihr ja miterlebt, wie ich in den Knast gezogen bin. Mein Juter Leo, Jan an dieser Stelle, der ist ja hier schon 6 Monate dabei. Wir haben uns jetzt, angefreundet kann man vielleicht noch nicht sagen, aber wir haben jetzt einen Pakt geschlossen, gemeinsam hier aus dem Knast auszubrechen. Und wir müssen jetzt eine Feile besorgen. Die liegt da oben auf dem Dach. Und ja, Leo hat jetzt hier gerade einen Kameraden bestochen. Den da. Der hat dann den Wächter ein bisschen Geld dazu gesteckt, sodass wir jetzt hier ordentlich Arbeit leisten können. Und der Leo macht sich auch schon, so wie es gehört, an die Arbeit und macht schon Besen kaputt. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, zu blöd zum Fegen. Ja. So. Musst du nur einen Besen holen, würde ich mal sagen. Ja. So, muss ich mir jetzt auch hinschnappen? Ja. Und du holst schon mal die Seife, sonst freuen wir uns gar nicht an. Ja, kann ich gleich mal machen. Ich muss erst mal einen Besen schnappen hier. So, ich muss jetzt hier eine Wischarbeit machen. Was auch immer das ist, was da auf dem Boden ist. So, lala, alles sauber. Oder ist das Teer oder irgendein Scheiß, was ich hier auftrage? Keine Ahnung. Ich guck mal, ob ich mit irgendjemandem reden kann hier. Vielleicht mit dem Wächter. Komm mal zu mir, komm doch mal zu mir. Wo bist du denn? Komm mal eben schnell zu mir. Okay. Ich bin hier hinten. Ja. Ah, ich bin schon auf der Reise. Warte mal, wo bist du? Ah, da hast du hinten Werte abgelenkt sozusagen. Wo kein Schnee liegt, ne? Ja, kann gerannt werden, ich weiß. Ja, ja. Ah ja, okay, jetzt hier Huckepack, zack, hoch. Ja, oh, guck mal, hast meinen Schwanz im Gesicht. Ja. Oh. Nein, das war mein Schwanz, das war nicht deine Nase. Nothing, what's the problem? Oh. I got your new broom. Come here. Coming. Okay, sieht er mich, wenn ich jetzt hier hochkletter? Ich probier's einfach mal. Ja, auf Krampf. Ah, hier ist die eine Meißel ist das. Das ist nicht mal eine Feile, ist ein Meißel. Okay, wie komme ich jetzt hier wieder runter? Sieht er mich, wenn ich da... Oh Gott, der steht direkt da vorne. Scheiße. Kannst du den ablenken? Ja, ich will erstmal das Dach ein bisschen sauber machen. Du, gar keine Zeit für sowas. Ich bin hier voll auf dem Dach und der... ich weiß nicht, ob ich hier runtergehen kann, wenn der da vorne... Wenn der da oben steht. Oh, ich bin zu blöd zum Wischen. Guck mal, ob du den ablenken kannst, den Pfeifenheinz. Ja, warte. So, guck mal, wie gut ich das kann. Oh, ja, besser als zu Hause, du. Ja, ich höre mal lieber auf, sonst wenn mein Mäuschen das sieht, dann muss ich das die ganze Nacht machen. Ja, wahrscheinlich. Ja, den Typen, der da steht, da hinten. Weil der guckt hier nämlich genau hoch. Den noch nicht. Hard work up here. Nah, he's not so bad. What are you talking about? It's hot as hell up here. And the tar makes it hard to breathe. Yeah, but it's nice to be outside. Besides, the tar makes me all woozy. Ja, Spinter. You keep doing what you're doing, man. You got it. Okay. Nee, da nicht lang. Bullen oder was? Mann, guck doch bei mir aufs Bild. Der unten, der Typ da. Der stört. Oh. Den musst du ablenken irgendwie. Aber so gebückt siehst du richtig, Ja, das ist sexy, ne? Das ist wirklich sexy. Absolut. Ich kann den nicht ablenken. Okay, ich probier's einfach. Alter, wenn das schief geht, ne? Ja, du bist schuld. Ja. Oh, da steht einer. Den musst du aber ablenken. Warte. Oh, der läuft da jetzt. Warte, ich muss mich mal eben drehen hier. Oh. It's hot as hell up here. You're telling me, inmate. This uniform. Ah, fällt dir auch gar nicht auf, dass der Schatten genau. You should get some beers. What? You know, some nice cold beers. That it cools down and make it. Ja, ein Bierchen wäre nicht schlecht. Yeah, that's true. So, you can get us some beers? Think this is a restaurant? Zack. Get back to work. Fenster auf und runter.
Klack. Alright. Time to find a way back out again. Musst du wahrscheinlich eine Tür aufmachen hier. Macht er wieder den Besen kaputt. Hä? Jawohl. Just gotta give it to Fred now. Ah, God damn it. Ups, bin schon wieder der Drecke. So, das gebe ich ihm den Meißel hier. Und er türmt. Wunderbar. Geritzt. Ja, hat er gut gemeistert gut hier. Ja. Man könnte meinen, du kennst dich damit aus. Na, ich bin erfahren in Knastausbrüchen, du. Okay, Lesestunde. Hey, Leo. What's up, Fred? Got something special for you to read. Hope you like it. Sure I will. Ah, ja. Okay, was muss ich jetzt machen? Ah, du willst da was aufschrauben. Ich sag dir, wenn du abbrechen musst. Ja, Achtung, da kommt einer. Brech ab. Du musst abbrechen. Ich kann nicht. Da stand doch da, abbrechen. Achtung, er kommt. What are you doing up this late? Stop busting my balls, man. I'm not doing anything. Boah. So, Achtung, der eine geht weg. Kannst du wieder loslegen? Ja. Komm, wenn man... Okay, sieht alles noch gut aus. Achtung, jetzt kommt einer. Oh, gerade so, wa? Wer steht jetzt bei mir? Go to sleep. Yes, sir. Just gonna take a leak. So, der eine geht. Alles sauber. Leider kann ich nicht sehen, ob einer die Treppe runterkommt hier zumal, aber... Noch kommt keiner. Okay. Oh, auf jeden Fall hast du die Platte schon auf, ja? Ja. Achtung, der Typ kommt wieder. Okay. Also leise ist was anderes, ne? Ja. Tu mal so, ob ich... Hinlegen kann ich mich gar nicht, siehst du? Ich weiß nicht, ob das auffällt, wenn wir hier die ganze Zeit am Ding stehen. Ja, stimmt. I'm on my way. Just clearing my head first. Muss nur den Kopf frei bekommen. Okay, der haut wieder ab. Jawohl. Oh, sieht alles chillig aus gerade. Ja, das ist ganz gut. Oh, da hinten. Bei mir kommt jetzt einer. Warte. Oh. Bei mir da. Musst du jedes Mal von vorne anfangen? Kann das sein? Nee. Das dauert leider so lange, dieses Meißeln. Excuse me. What? Soll ich weitermachen? Nee. Is tomorrow visiting day? Ich muss mal gucken, ob ich den die ganze Zeit ablenken kann. Yeah, go to sleep. Ah, siehst du, man kann nur einmal kurz ablenken, okay. Go to bed, inmate. I'm not tired. Leave me alone. Bin ich müde, lass mich allein, okay. Okay.
Oh, warte. Alright, I'm done. Hey, get over here and I'll give you the tool. Ach, ich muss das auch noch machen. Kranker Scheiß. Kranker Scheiß. Na, warte, ich komme. Okay, jetzt musst du aufpassen, ne? Mhm. Da kommt einer. Ja, okay. Bis einmal kannst du, diese Person kannst du da mal ablenken, ne? Mhm. Ist ja, bei dem anderen geht's, glaube ich, nicht. Go to sleep. Ja, Mann. I'm tired. So, wenn frei ist, guck mal wieder raus. Du kannst die ganze Zeit da rausgucken, ne? Wenn du auf Viereck drückst. Ja. So, da ist frei. Gucken wir auf andere Seite. Auch, ist auch frei. Gut? Mhm. Okay. Immer gucken. Immer gucken. Er kommt wieder zurück. Er kommt wieder zurück. Abbrechen. Jo. Aber das brauchst du jetzt nicht machen, ne? Nö, nö. Das Ablenken ist ja nur, wenn es wirklich mal kurz vor knapp ist. Ja. You go to sleep. I don't wanna. I'm fine. Da kommt noch einer. Ja, ihr seht, okay. Es kommt erst bei mir vorbei wahrscheinlich. Hehe. Das ist ja easy, aus dem Knast rauszukommen. Kurz die Schüssel abschrauben. I don't wanna sleep. Just leave me alone. Und jetzt kommt er wieder zurück. Genau. So, guck andere Seite. Auf andere Seite ist alles klar. Okay, ich starte. Ding. Und du bist auch so handwerklich unbegabt, Digga, ey. Das kann doch nur dauern, ey. Naja. Wir fahren die Schrauben schneller gelöst, wie du. Ja, eigentlich brauchen wir keinen Schraubenschlüssel. Ich habe ja eine Nase. So, da pass kommt auf, da kommt einer. Abbruch, Abbruch. Jawohl. Ruckzuck. Ich muss mal kurz pinkeln hier. Ja. Oh, kurz mal einen Rüssel drin halten. Jawohl. Oh, schön. Oh, ist das befreiend. Super. Oh, jetzt kommt mir noch einer beim Pissen zu. Kann ja wohl nicht wahr sein. Setzt du dich nicht hin beim Pinkeln, oder? Nein, natürlich nicht. Hallo? Du kein Schlitzpisser, du. Gar keine Zeit für sowas. Okay. Kann ich weiter? Ja, mach weiter. Jawoll. Ah, jetzt hier kommt Tippelübung. Tipp, 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 tipp. Abbruch. Abbruch. Hier kommt er erst zu dir. Oh, Alter. Brech ab, Mensch. Halt ihn auf. Hey, Guard. What do you want? Ist er? Hey, Leo. Yeah. I'm done. All right. Let's wait until the lights go out. Ah, wir wollen die Sachen ein bisschen spannend machen, ja. Ja. Ah. Endlich mal schlafen. Brech ab, Mensch. Ah, da hat er schon den Bolzen in der Hose gehabt, du. Der hat schon angefangen zu malen. Aber wirklich. Ready? Yeah. Okay. Okay, wir müssen jetzt türmen irgendwie. Oh, yes. Okay. Wir sollten die Schüssel aber da lieber da vorstellen. Ah, macht er, oder? Ja, okay. Ja, gut. Alter, wo sind wir hier? Damn, the smell, man. Kranker Scheiß, ey. So, jetzt müssen wir Leiter hoch. Ah ja, jetzt können wir tatsächlich schon ausbrechen. So leicht geht das hier aus dem Knast raus. Ja, Mensch.
Okay. Sind wir hier lang, wa? Ja, oder? Mhm. Ne, hier, oder? Ah, okay. Ach ey, Tür ist zu. Ja. Oder? Komm mal hier nicht raus. Nee. Müssen einen Weg finden. Wo geht's lang? Ja, hier. Aber wir müssen das irgendwie auskriegen. Würde ja sagen, durch den Ventilator durch, aber... Ja. Muss ja dann irgendwo ein Schalter sein, damit wir das ausmachen können. Hier vielleicht? Nee. Sag mal, warum ruckelt denn schon wieder so? Du gehst wieder runter? Ja, ich will mal gucken, ob man hier lang gehen kann. Nee. Hm. Manu? Hm. Ah, ich sehe doch was hier an der Wand. Guck mal. Leo, I need some help here. Oh ja. Brauch Hilfe hier. Ja, ich bin ja schon unterwegs, Mensch. Ah, gar keine Zeit. Ah ja. So, und das in den Ventilator rein. So denke ich das auch. Wird aber richtig Krach machen jetzt. Quickly, go through. Oh, ich muss da tippen. Digga, du musst da schnell durch. Ja. Hold it. God damn it. Alter. Do you see a way to shut down a fan? So. Need some help with the door. Get over here. Okay, wie soll ich da rüberkommen, Digga? Ist doch Quatsch, was du da machst. Da kann ich nicht rüber. Ist da noch was anderes, wo du hin kannst? I can't do this alone. Get over here. Ich komm da nicht hin. Du musst irgendwas anderes drauf finden. Entspann dich mal eben. Hm? Oder muss ich diese Teil hier ablegen? Nee. Musst du auf so gelbe Sachen achten. Ja, ja, da ist der Strom. Ja. Ah ja. Alright, shut down. Come on through. Ah, nicht, dass ich hier zu Sülze verarbeitet werde. Man merkt, jetzt, dass du 46 bist. Come and help me. Naja, du mit deiner Nase. Wenn es auf deiner Nase geht, bist du 90. Den hätte ich mal in den Ventilator halten sollen. Die Nase, ja? Da hätten wir kein Stöckchen gebraucht. So ist es. It's a long way down. Oh, da geht's weit runter. Absolut. We're gonna need something to get down there. Yeah, we do. Okay. Also wieder zurück zur Zelle und... Hold on. Bettwäsche holen, wa? Oder warte mal. Oh, yeah. Ja. Bettwäsche, ja. Aber klar, sonst andere Möglichkeiten haben sie ja nicht. I'm thinking sheets. Ah, ah, Laken. Let me hear it. Ah, du kennst dich aus, Jan, ne? Du kennst dich aus. Ja, du. Need to find a way into this. Weißt du, wo ich gerade bin? Once we do that, we can get the sheets in here. Okay, wir müssen unterschiedliche Sachen noch... Na, ich wollte schon sagen, wenn es so leicht wäre, hier aus dem Knast zu kommen. You think we can sneak in somehow? Yeah, but we're gonna need to get a hold of a laundry cart. Once we have the cart, one of us has to hide in it. Okay, then wir brauchen einen Wagen, dann versteckt sich einer von uns da drinnen. And then bring it to the back room. What do you mean they're gonna inspect it? Don't worry about it, they don't look too hard. As long as we're covered in some sheets, we should be fine. Okay. Okay, Alter, krass. Also da müssen wir uns drinnen verstecken. Einer und der andere schiebt. Okay. Okay. Müssen wir mal gucken hier, was wir hier
deichseln können. Okay, hier ist Wäsche. Erstmal so tun, als ob ich hier irgendwas mache. So. Wäsche muss hier waschen werden. Gell? So, warum schwingt er seinen Arsch hier? Was ist das für einer? First time I've seen someone smile in here. Yeah, it's because I'll be a free man this week. That's great. It is. So, how long have you been in for? 15 years. Oh, man. 15 fucking years. And in some weird way, I'll probably end up missing this place. 15 Jahre war der hier im Knast. Anyway, I'm sure you're gonna have a much better life out there. Well, I'm not planning on ending up back in here, that's for sure. Hey. I need a laundry cart. Oh, can I have your number, please? What do you need that for? It's rules and regulations. Nothing I can do about it. It's just a cart, man. I need your name and number. Versuche ihn zu überzeugen oder so. I'm concentrating here. What do you want? All right, I won't bother you then. Well, that ship has sailed, hasn't it? What do you want? Jawohl! So, when you're done here, ich mach keine Gefangenen. Nee, nee. Hell if I know. Go bother that guy instead. Ah, wieder so ein netter Typ hier. Ah, jetzt habe ich mich da drin versteckt. Like a sweet gig. What are you, an idiot? This sucks. Come on. I'm pretty sure there are worse things to do in this dump. Oh yeah? I don't think so, man. Okay. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wo du lang gegangen bist, um den Wagen zu holen. So, hier bin ich schon. What would you rather do then? Whatever leaves me alone. I'm surrounded by fucking assholes here. Why don't you apply for another job? You're new here, right? Okay, wir brauchen Laken, die wir dann da reinlegen, ne? Ja. Okay, wo bist du? Da hinten, okay. Genau, da irgendwie. Brauchen wir... Gucken, ob wir hier Laken nehmen können. So, warte mal. Wir müssen irgendwo hin, wo ich mich dann drinnen verstecken kann, wo du noch weitere Laken reinschmeißen kannst. Oder ich. Ja, oder andersrum. Versuch mal den Wagen hier nochmal herzuschieben. Kann einer von uns da reinspringen? Soll ich reingehen oder willst du reingehen? Hau rein da, los. Oh Gott. Alright. Okay, und du musst dann noch Laken reinschmeißen, ne? I'm not planning to. Remember, stay hidden. Oh ne, warte, ich kann ja auch Laken hier. Konnte mich verstecken. Stop talking, man. They're gonna get suspicious. Aber schmeiß mal noch was rein, wenn's geht. Ja. So, ich kann nicht hier. Muss ich auch mal die Taste hier drückt halten. Oh, man sieht mich ja noch immer. Cover yourself. Mach mal noch was rein, ja. Vorsicht halber. Man sieht mich immer noch. Wie müssen wir denn da reinmachen, sag mal? Keine Ahnung. Wenn ich mich jetzt verstecke, ich weiß nicht, ob das ausreicht. Also, wenn du das aufklappst, dann sieht man mich ja immer noch. Weißt du? Also, wenn ich das aufklappe... Ja, da. Bumm, ja, bin ich noch. Ja. Aber ich hab mich versteckt. Ja, schieb einfach mal weg. Probieren wir es einfach. Ja, einen nehme ich noch. Wir haben jetzt so viel schon da reingeschmissen. Ups. So, probieren wir mal. Ich versteck mich, zack, unter den Dingern. Ist ja auch lustig, wa? La la la. Da. Geh ganz entspannt, als wenn
Nochmal gucken. Okay, see what we have here. Alright, looks good. Oh, okay. Get out of the way. Und der schiebt das jetzt weg, wa? Okay. Time to get rid of that guard now. Musst du die. Ah, okay, da ist auch noch eine Wache. Ich weiß leider nicht, wo er mich hinschiebt. Kannst du mal in die Richtung gucken, dass ich ungefähr weiß, ja, oder auch nicht. Whoa, 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 what are you doing, inmate? Get away from there, go on! Na, wo ist denn der Typ jetzt? What are you doing? Get the hell back to work! Yeah, sure. But there's a problem with that washing machine. Oh yeah? What's the problem? I don't know, it's broken. Hmm. Doesn't look broken. Stop lying. Get back to work. Jetzt? Warte. What are you doing? Get the hell back to work. I guess I need Leo in here to help me with this. Yeah, but I think those two guys are just about to fight. Where? Over there, right there. Okay, what? Brauche Leos Hilfe. They're not fighting. Stop lying and get back to work. Vielleicht musst du einen Kampf anzetteln irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das hier richtig mache, wenn da so eine Wache langläuft. What the? What? Who's him? I didn't do anything. What the fuck you do that for, man? Hey, jackass. You just punched me in the Who head. Who the fuck do you think you are, man? Mind your own fucking business, all right? I'm gonna turn you into goddamn smelly ass motherfucking raccoon, motherfucker. What the hell? Break it up, guys. Stop. So, jetzt kannst du rein. Ich hab die Tür aufgemacht. Aber Vorsicht, da ist gleich eine Wache. Come on now. Get up. Pass auf, der ist rechts von dir. Gleich eine Wache. Du musst hier jetzt hinter zu mir. Dann müssen wir hier irgendwas machen. Now we need to put the sheets into it. Hey Vincent, give me some sheets. All it. Was muss ich geben? Ach so, Laken oder was? Ja, genau. Okay. Ah ja. Noch mehr? Dass die Wache nicht kommt. Come on, bring me some sheets. All it. Alter. Das wird ja ein langes Seil auf jeden Fall. Okay. Nice. Sehr gut, Digga. Nice. Nice. Tja, ist unser Ausbruch hier schon so fast wie in Butter verpackt. In trockenen Tüchern. In trockenen Tüchern, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da basteln sie schon ihre. Jawohl, ja. Alright, that should do it. Yeah, let's hope so. Tja, liebe Freunde. Not a fan of heights? Not really. Let's hope these sheets will hold together then. So, meine Lieben, die Folge neigt sich auch schon wieder dem Ende. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen fürs Einschalten und Verfolgen dieses Let's Plays bedanken. Und falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine Bewertung und einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Ich natürlich auch. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall noch ein kostenloses Abo da. Dann könnt ihr auch Teil dieser Geschichte mit uns gemeinsam werden. Ich hoffe, wir sehen uns dann in den nächsten Folgen wieder. Vielen lieben Dank an unseren Jutzen Jansen. Der ist beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Wenn ich nicht sitze? Wenn du nicht sitzt? Im Knast? Ah ja, na, wir wollen ja raus hier. Und daher, ja, wir wollen raus. Richtig. Also, bis zur nächsten Folge, meine Lieben. Immer schön lecker bleiben. Ciao. Und ciao. Ciao.